Ja, moin, mal was anderes. Ihr seht gerade hier Wreckfest von THQ Nordic und Bugbear. Und einige werden das vielleicht verfolgt haben. Es ist quasi The Next Car Game, war halt so eine Early Access Nummer, die halt viele lustige Sachen mit Autos und Verformung und Crash und sowas hatte. Bugbear hat daraus jetzt sozusagen den spirituellen Nachfolger von Flatout geschaffen. Bugbear, für die es nicht wissen sollten, sind die, die damals ja, die Flatout-Reihe gemacht haben. Eine der, finde ich, besten Arcade Racer Destruction Derby Mockups, Gedönse, gerade Flatout 2. Grandios. Carnage dann irgendwie nicht mehr so toll. Jetzt haben sie hier quasi ein Spiel rausgebracht, was quasi Flatout wieder so ein bisschen aufleben lassen soll, aber auch ein bisschen andere Richtung geht, Richtung des klassischen Destruction Derby. Vielleicht erinnern sich auch einige etwas ältere Spieler noch daran. Auch eine grandiose Reihe, die ja wirklich die Destruction Derbys im Vordergrund hatte. Und wir fangen einfach mal stumpf mit einer Kampagne an. Oh Gott, das ist hier. Es ist noch im Early Access, also soll im November dann final rauskommen. Verursache den meisten Schaden. Jetzt quasi ein klassisches Destruction Derby. Dornmo. Es ist, wie gesagt, jetzt die Kampagne, was man alles so kann. Ich habe es mir noch gar nicht großartig angeguckt. Ich habe den Early Access Code gerade vor kurzem bekommen und mir gedacht, schaust du einfach mal rein und lässt einfach mal die Aufnahme mitlaufen, weil könnte ja lustig werden. Und ja, das ist jetzt erstmal Fairfield Grass Arena Demolition. Demolierungsarena und wir fahren tatsächlich mit Rasenmäher. Alles klar, weiß Bescheid. Dann lasst er ja wenigstens auf eine. Aber Rasenmäher jetzt nicht, aber ich muss jetzt Schaden machen. Ist wahrscheinlich so der. Die Vorschule. Und er ist richtig geflogen. Umgefallen. Da fliegt er! Ja. Oh Gott! Das ändert natürlich schon stark an Flatout. Da gab es ja die ganzen lustigen Game Modes. Ich hoffe, es ruckelt nicht so sehr. Es sieht gerade so ruckelig aus. Und bei mir ist es eigentlich sehr flüssig. Ja, aber bei Flatout gab es die lustigen Game Modes so. Weil ja quasi Dummies durch die Gegend fliegen lassen konnte, beziehungsweise in der deutschen geschnittenen Version. In der ungeschnittenen Version ging es darum, halt dann Leute durch die Gegend fliegen zu lassen. Eine Minute haben wir noch. Hat die Herausforderung schon erfüllt. Von das von 3. Ja! Yeah! Oh Gott. Linkes Hinterrad schief. Okay. Zwei Takedowns hintereinander, jawoll. Na, den habe ich nicht gut getroffen. Die Rasenmäher sind hier aber auch schon ganz schön aggressiv hier, die kleinen Teile. Ja, das Spiel selber, das wird jetzt noch gar nicht so deutlich. Hat halt eine krasse Physik, Fahrphysik, also nicht nur Fahrphysik, sondern auch Schadensphysik, Crashphysik. Bei den Autos und so,
die Verformung, die Einzelteile, die da rausfliegen, das ist schon, geil. So, und zack. Herausforderung bestanden. Ja, das war die Rasenmäher-Challenge quasi und hier fett gewonnen. Na, geil. So, über die Musik muss ich ein bisschen rüber. Und ja, natürlich gibt es auch ein Leveling-System. Ein Lawnmower habe ich jetzt auch gewonnen. Ja, Herausforderungssystem, Glückwunsch. Leveling-System und so. Man kann jetzt natürlich durch hoffen. Nehmen wir einfach mal das nächste Event einfach mal direkt. Ja. Warum nicht? Oh, Auszeiger am Weg ist doof. Ah, das scheint ein richtiges Event-Progress, ein richtiger Event zu sein. Ah, gut. Dann haben wir einmal Rasenmäher gemacht, jetzt machen wir den Event hier nochmal. Hier geht's, glaube ich, knisch. Oha. Uiuiui. Na komm. Wir sehen schon, da fliegt so einiges. Und jetzt ist es auch so ein bisschen das klassische Flatout tatsächlich. Es spielt sich butterweich. Also fahrphysikmäßig nochmal eins on top. Auf Flatout tatsächlich drauf. Also es ist wirklich. Ah. Ich kriege mich nicht weg. Ich glaube, die Strecke gab es bei Flatout auch. Oh. Doch eigentlich. Das Schöne ist halt, hier darf man drängeln, das gehört dazu. Scheiß auf Forza, scheiß auf alles andere. Hauptsache crashen, jawohl. Cooler Snake. Also die. Das ist jetzt halt. Oh, neue Rivale. Ah, okay. Für Bonuspunkte krass. Wie ist das Spiel eigentlich offline? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass. Und gewonnen. Yeah, nice. Deswegen, also die Namen klingen so, als würde man. Ne, Mann, Digga, Speedbird. Na gut, okay, jetzt. Doch gar nicht so schlimm. Eben auf der Strecke und teilweise in den Sachen, die ich vorher mal so ein bisschen ausprobiert habe. Wirkt es so, als würden die Namen irgendwie. Usurf und Coda Snake und so. Als wären die Namen eigentlich eher quasi wirklich so Internet-Mix. Das fahre ich natürlich vorweg, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich da jetzt nicht groß rumcrashen kann. Aber vielleicht freue mich das Feld so ein bisschen von hinten, ob das war jetzt nicht so gut. Ja, das gute alte Flatout-Feeling kommt direkt auf. Wobei, das war, da hatte noch. Flatout hatte noch so ein, zwei. Kleine Kniffe, irgendwie richtige Strecken und so. Ich hab, weiß nicht, ob die hier auch so die großen, eher abgefahrenen Rennstrecken haben oder ob das alles so kleinere Areale sind. Das werden wir ja sehen, jetzt bei der Kampagne.
6 Sekunden Vorsprung. Hoppala. Okay, A ist schon mal. Muss man mal die Button. Okay, das ist. Aha, ja, gut. Kameraperspektive ist klar. Oh shit! Ist das. Kommt da noch einer angeflogen? Glaubst du es denn? So, wahrscheinlich ist es immer noch die gleiche Strecke. Habt ihr den Chaos? Ja, ist tatsächlich immer noch die gleiche Strecke. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig, dass die Rennen alle quasi zu der gleichen Runde und ich jetzt vorweg bin. Oh shit! Geht ja auch darum zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie teuer der Streamcode ist. Müssen wir nochmal gucken. Letzte Runde. Bis jetzt nur. Ich glaube 30 Euro kostet es aktuell. Den Umfang kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es hat auch einen Multiplayer. Richtig mit dem Driften habe ich es noch nicht raus, aber das wird bestimmt auch noch besser. Handbremse. Okay. Rechte obere Schultertasse. Tasse. Tasse. Hm? Schultertappe. Taste ist Handbremse. Also richtig komme ich da noch nicht in die Kurve rein. Und wie üblich, einerseits geht es natürlich darum, um die Platzierung und aber auch natürlich ein bisschen um den Style. Wenn man vorweg fährt, ist es natürlich schwierig mit dem Style, also quasi crashen, damit Punkte zu machen. Aber auch das ist halt Teil, der dazu gehört. Und wovon sind das noch? 6 Runden, alter Verwalter. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich hol auf. Kann auch mitmischen, kann auch crashen, jawohl. Komm her. Da. Direkt erstmal überschlagen lassen, geilo. Natürlich muss man dann letztlich auch aufpassen. Man hat halt eben auch nur eine bestimmte Energie. Ihr seht das, glaube ich, oben schon bei ihm. Da hätte schon relativ viel einstecken müssen. Ja. Ja. Ich muss aber noch ein Ziel Schaden erreichen. Lock. Erstmal in die Wand gedrängt. Und. Oh, Musik. Musik. Glückwunsch, du hast diese Serie abgeschlossen. Nice. Wobei ich gar nicht alle Sterne bekommen habe. Naja. Egal, aber ja, das waren auf jeden Fall erstmal die ersten beiden Challenges und. Regional Junioren, also es ist jetzt der Anfang der Karriere, es geht dann halt immer weiter. Und das schauen wir uns dann mal in den nächsten Videos dann nochmal an. Ich denke, dass das eine Sache ist, die wir ein bisschen länger verfolgen werden.
wenn ihr darauf Bock habt natürlich. Und deswegen lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze so findet, ob wir das jetzt einfach so chronologisch weiter durchballern und vielleicht dann auch irgendwann mal auf Multiplayer-Rennen und so switchen. Mir macht es auf jeden Fall erstmal zu Beginn ein bisschen Spaß und ist mal ein bisschen was anderes als der ewige Shooter. Deswegen hoffe, ihr habt auch Spaß und bis zum nächsten Video. Haut rein und bis dann.